Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Wind Waker. Wir sind hier im Terra-Tempel angekommen. Und schauen wir mal, ob wir es nach dem dritten Versuch schaffen, dass sie mitkommt. Na also, tragen müssen wir sie. Hey Kumpel. Ouch. Geht's eh noch nicht weiter. Wow, nach drei Schlägen erledigt. Und wieder eine Kugel. Okay, also da können wir noch nicht ran, wie es aussieht. Link. Ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mit dem Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch wiederholtes Drücken von schnell... Okay. Aha. Wie ging das nochmal? Ach so. Sag bloß, ich kann mit ihr darüber fliegen. Zusammen. Link, ich verfüge jetzt über ein wenig mehr Selbstvertrauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich dich an hohe Orte tragen kann, aber ich werde mein Bestes geben. Bitte halten. Was? Bitte halte mich über deinen Kopf und springe einfach drauf los. Alles klar. Ah, geht sich tatsächlich aus. Das ist jetzt wieder ein paar neue Nervigkeiten in Ocarina of Time, was das Anziehen der blöden Stiefel. Jetzt muss ich sie hier extra das wieder spielen, damit ich sie da runter bekomme. Sonst kommt es ja nicht. Hier hat man zwar kein deppertes Anziehen von Eisenstiefeln, dafür dann das dauernde Spielen von diesem depperten Lied, nur um jemanden da zwei Schritte zu bewegen. Also, weiß ich, das hätten sie sich echt schenken können. Ja.
neue Gegner, die man so nicht besiegen kann. Müssen wir, glaube ich, alle erstmal besiegen. Okay, so geht's nicht. Genau, erledigt. Ach, das geht schon, okay. Nein. Sorry. Schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen. Gibt es einige Schatztruhen, die was man so, nur so bekommt. Sie hält das so weiter, das wird auch noch wichtig werden. Hey. Yay, die Karte, sehr schön. Natürlich muss man sich wieder mal anhören, wie die Karte funktioniert, nämlich dass man diese lesen kann. So. Nein. Da geht's nicht rein. Und scheinbar müssen wir schon wieder dieses Lied spielen. Nichts nerviger als das. Und das Ganze ist, das Beste ist ja, das ist der erste Tempel von zwei, ne? Kommt noch ein Tempel mit genau den gleichen Scheiß. Ist nicht so, als ob das einmal reichen würde. Okay, ah, okay, so. Ja, ja. Nein. Wenn wir keine, aus welchem Grund auch immer, keine Gegenstände benutzen. Na also. Achso, ach Gott. Ich hasse das. Yeah.
alles klar. Ratet mal, was wir jetzt machen müssen. Das Lied werden wir noch sehr oft spielen. Yay, Schlüssel. Oh. Lol. Alles klar, das ist kein Loch, was mit dem man was machen kann, scheinbar. Das hatte ich mir gedacht. Das geht ja gar nicht, oder? Kann sie allein durch andere Räume gehen? Erstmal müssen wir den Penner da erledigen. Das gibt's nicht! Mann, was ist das für eine Scheiße? Wieso kann man den nicht besiegen? Ist er unbesiegbar, oder was? Sieht ganz so aus. Also ich wieder alles da. Bogen hat leider auch so eine extrem kurze Reichweite, wo man Gegner anvisieren kann. Wo ist Navi, wenn man sie braucht? Schauen wir mal, ob das geht. Gut, dann können wir hier noch nicht weiter, ganz einfach. Müssen wir später nochmal daherkommen. Das ist wahrscheinlich irgendein extra Schatzkarte oder so, wo man extra nochmal hingehen muss. Können wir so leider nichts machen. Das ist natürlich blöd. Ja, kommt es noch schön rauf da, damit es weg sind. Geh rauf da. Thank you.
Mann. Ja, aber hier ist doch nirgendwo Licht. Muss er irgendwie da raufkommen, sonst geht er das nicht. Ah. Noch einer. Noch zwei sogar. Tja. Jetzt kommen sie nicht mehr hoch. Puh, da werden wir wohl ein paar Parts brauchen, bis wir hier fertig sind. Gott, die schon wieder. Schnell weg. Ah, Feigling. Scheiß Viecher, Mann. Ich diese hasse. Hier muss man beinahe jeden Raum dieses Lied spielen. Unter Umständen öfter als einmal. Das heißt wahrscheinlich sicher 20 Mal pro Tempel. Okay, das ist schon offen. So, und wofür ist der hier gut? Also dann können wir auch das reinschieben. Für eine Truhe. Eine Truhe. Autsch. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt wohl gleich, mit dir rauffliegen müssen. Sicher eine Schatzkarte. Oder der Kompass. Okay, der Kompass. Ja, ich weiß, wie ein Kompass funktioniert, danke. Hey! Link, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Solltest du Medolin in dem großen Tempel mal verlieren. Sieh dir in aller Ruhe die Labyrinthkarte an. Wenn du den Kompass hast, weißt du sofort, wo sie sich befindet. Aber erst wenn du den Kompass hast. Ah.
So, Freunde, das war's dann für diesen Part. Da gibt's noch eine versteckte Truhe, wie es ausschaut. Offensichtlich. Achso, nein, das ist sie. So, wir holen sie hier noch rauf. Und dann ist der Part zu Ende. Der erste wirkliche Part im Schattentempel. Also Terra-Tempel. So, Freunde, also ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Mann, es ist 5 Uhr und stockdunkel schon draußen. Wahnsinn.